Strecke, 400 Kilometer Glaseiderstour zum Grünen See, führt über sehr beliebte Motorradstrecken aus Niederösterreich und der Steiermark, plus der ein oder anderen Schotterpassage. Was ist da los? Ein Gebückter übernimmt die Führungsarbeit? Das muss ich mir zwecks besserer Übersicht gleich im Stehen ansehen. Habt ihr gehört? Das war meine linke Fußraste im Asphalt. Ich glaube, ich lasse lieber. Der Steirische Seeberg ist ein 1246 Meter hoher Gebirgspass und die darüber führende B20 verbindet den Wallfahrtsort Mariazell mit dem Mürztal bei Kapfenberg. Zugleich bildet er die Wasserscheide zwischen Ems und Mur. Ist es recht steuer oder? Macht da keine Sorgen, Jürgen, mit 21er Fuhrtrau, da rollen wir drüber. Nix. Viere am Tank, viere gerutscht, Haxen runter und hups. Geht schon. Nein, das machen wir so wie der Schule in der Kurven, gell? Aufstehen und rein. Das war ein Bild für Gott. Ja. Ja. Der Knie raus auf seiner Karte. Ja. Wahnsinn, Ome. Und hinten noch, da steht Luca auf dem.
Schaut so runter. So 2 Meter. Unwahrscheinlich. Aber ich mir so gedacht, da kommt irgendwas. Irgendeiner von euch kommt jetzt hier rein. Weil der war so provokant mit seinem Knie da. Für mich schauen sie aus wie Frosch von hinten. Ja. Wie Froschschenkel. Und die schmecken da, gell? Ja. Da kriegst du gleich einen Guster, oder? Du kriegst dann noch den ersten Kaffee. Ja. Kurz nach Ettenwiesel die L126 und befahren den Kulmweg, unsere erste Schotterpassage heute. Aber Happy Snave spielt ihm schon wieder Streiche. Oder? Hier ist der Eck ist einmal nur schöner. Jürgen! Ja, nein, hier ist der Eck ist eh länger. Das ist länger, das kommt erst. Schotterpass Hirseleck ist gut 10 Kilometer lang, aber vorher besuchen wir noch unser Tagesziel, den Grünen See. Beziehungsweise hat gleich das Mittagessen die oberste Priorität. Der grüne See in der Steiermark ist ein Karstsee, der sich mit dem Einsetzen der Schneeschmelze
von den umliegenden Berghängen mit sehr klarem 5 bis 6 Grad kaltem Wasser füllt. Der Wasserstand ist dadurch stark von der Jahreszeit abhängig und die größte Wasseroberfläche erreicht er somit im Frühsommer. Zu dieser Zeit erreicht er auch seine maximale Wassertiefe von ungefähr 10 Meter. Der von den Bergen wie in einer Mulde befindliche See ist sehr windgeschützt. Dadurch bilden sich kaum Wasserwellen an der Oberfläche und dies ermöglicht schon aus flachem Blickwinkel einen guten Einblick in die Unterwasserwelt. Der zwischen den Grashalmen sichtbare helle Kalkstein und die geringe Menge an trübem Kalkstaub tragen zusätzlich zur Helligkeit unter Wasser und somit zu einer sehr guten Sicht bei. Im Herbst trocknet der See fast vollkommen aus und die Wiesen mit Wanderwegen samt Sitzbänken liegen dann wieder über dem Wasserspiegel. 2014 wählten Zuseher und eine Jury in einer TV-Show den Grünen See zum schönsten verborgenen Platz Österreichs. Dies sorgte 2015 zu einem internationalen Ansturm durch Touristen. Demzufolge 2016 der örtliche Tourismusverband Dragös ein Tauchverbot sowie ein Verbot jeglicher sonstiger Nutzung wie Schwimmen, Bootfahren usw. bekannt gab. So, die 21 Zoll Fraktion vor der Hirsel-Eck, Meister des Innendienst, die Schoderzahrer. Und du hast ja zwei Routen zu in Ort, ne? Wir haben unsere eigene, ja. Ja. Und den Dienst treffen sie. An der Schell-Tankstelle. Schell, danke schön. Trafeiach. Trafeiach. Gute Fahrt. Wird schon schief gehen. Waldband und über feinsten Schotter geht es hoch auf den 1154 Meter hohen Pass Hirsel-Eck. I'm not afraid to die.
Ich will noch nicht drinnen, trink mal was. Großdorf aus fährt man ca. 5 km bis zur Passhöhe. Wogegen von Trofeiach durch den Rötzger, Mannhirseleck und das gleichnamige Almwirtshaus nach rund 12 km erreicht. Das Gasthaus ist längst kein Geheimtipp mehr und einkehren lohnt sich, in der urigsten Hütte zwischen Talerkogel und Hochturm.
Sag, wer hat die Idee gehabt, dass wir über Hirsel Eck fahren? Hey, Open, und so geht das nicht. Ja, die hat eh schon einen Zug schon gekriegt, oder? Ja, ja, die hat schon. Die hat schon. Ja. Also, hat sie schon was gewusst da heute? Nur weil, wenn die Entzugserscheinung ist. Ne? Hat jeder was, gell? Mhm. Ja, ein Stab. Ja, der selbst schon aufgepasst, war nach dem Tanken befahren wir die B115, auch die Eisenstraße genannt, vorbei am Erzberg und weiter nach Iflau. Kurz vor Mooslandl wechseln wir auf die Erlauftal-Bundesstraße, kurz B25 genannt, durchfahren ganz bei Iflau bis Palfau und wechseln auf die B24, der Hochschau-Bundesstraße. Und entlang der Salzau fahren wir durch Wildalpen, Greit, Gussberg und Mariazell. Der steirische Erzberg, auch steirischer Brotleib genannt, ist auch heute noch die wichtigste wirtschaftliche Grundlage in einer sonst strukturschwachen Region. Eisenerz wird mindestens seit dem 11. Jahrhundert am Erzberg abgebaut und der Berg ist nach wie vor Mitteleuropas größter Eisenerz-Tagabbau sowie das größte Siderit-Vorkommen weltweit. Vom 16. bis zum 20. Jahrhundert war er Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung in der östlichen Obersteiermark und in der Region Eisenwürz. Wichtige österreichische Institutionen wie die Voestalpine und die Mountain Universität Leoben verdanken dem Erzberg ihre Existenz. Seit 1995 findet jährlich am Erzberg das größte Enduro-Motorradrennen seiner Art statt. Als Urvater dieser Veranstaltung liegt Karl Kato. Es werden weder Startgeld noch Preisgeld ausbezahlt und trotzdem sind seit 2008 stets Starter aus mehr als 40 Nationen am Start. Das Erzberg-Rodeo ist bei Fahrern und Fans gleichfalls beliebt und ein Geldsegen für die Region. Dieser wachsende Wirtschaftsfaktor wird sowohl von der Lokalpolitik als auch vom Land Steiermark unterstützt.
Selbst der schönste Fahrtag geht einmal zu Ende. Und mir ist jetzt wichtig, Riaj einmal Danke zu sagen, dass er immer so grandiose Touren für uns Gnaserer zusammenstellt. Danke Ihnen, Dienstler Riaj! Noch ein paar Eindrücke der Schlussetappe über den Ochsalto. Ein Thank you for watching Julie 67 Production. Die ganze Fahrt über den Ochsattel ist zu sehen in einem eigenen Raw Onboard Video. Look to the